Die folgende Vorschau wurde in Europa vom Grünzeug für alle zugelassen, außer für multinationale Konzerne. In einer Welt voller Herausforderungen, in der rund um die Welt für Demokratie gekämpft wird, wurden einige Menschen aktiv, um es noch schlimmer zu machen. Macht euch bereit für TTIP, das größte bilaterale Abkommen aller Zeiten zwischen den USA und der EU. Entworfen von Konzernen für Konzerne. Die offizielle Absicht lautet, Jobs schaffen, die Wirtschaft ankurbeln, die Welt verbessern. In Wirklichkeit geht es aber nur um eins. Beginne dem Geld zu folgen. Wo ist das Geld, Lebowski? Gier ist gut. Lasst euch reinlegen, denn das verhandelte Abkommen, das jedermanns Leben dramatisch betreffen wird, verbleibt im Dunkeln. Denn die Gespräche sind geheim und die Leute, die hinzugezogen werden, sind in Wirklichkeit Lobbyisten der Konzerne. Dies ist Karel de Gucht, Chef und Unterhändler der EU. Ein Mann, gewählt von, niemand weiß das so genau. Seine Überzeugung bezüglich des Themas ist wahrlich überwältigend. Darüber hinaus denke ich, dass ich recht habe. Ernsthaft? Er denkt, er hat recht? Der Mann repräsentiert 28 Länder. Besser, er hat verdammt recht. Kommen Sie auf eine epische Reise voller Ihrer Wirtschaftsforderungen. Sehen Sie Konzerne Ihr Land verklagen wegen Gesetzen, die Sie nicht mögen. Verlieren Sie das, was noch von Ihrer Online-Privatsphäre übrig ist. Verabschieden Sie sich von Nahrungsmittelsicherheit, öffentlichen Diensten und Hallo Fracking. Der neue beste Weg, den Planeten zu zerstören. TTIP, bescheißt euch total, aber das ist okay. Es ist gut fürs Geschäft.